Virus ist mir wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es ein kleines Update zum aktuellen Giftcast to Friends Glitch. Dieser funktioniert nach allen Updates immer noch. Benötigt wird hier nur der MOC mit einem Stellplatz für persönliche Fahrzeuge auf dem letzten Platz. Und ihr braucht natürlich noch einen Freund, von dem ihr dann die Fahrzeuge erhalten wollt. Etwas Stellplatz für die Fahrzeuge. Und ansonsten müsst ihr euch bei dieser Methode noch nicht einmal verglitschen, um die Fahrzeuge erhalten zu können. Habt ihr nun alles, was ihr benötigt, begebt ihr euch jetzt in eine Einladesitzung und ladet gleich noch euren Freund, von dem ihr die Fahrzeuge erhalten wollt, ein. Beide Spieler müssen sich dann nun an diese Position hier begeben. Das ist die Wohnhaussiedlung in der Nähe von Trevor seinem Wohnmobil. Dort begeben sich dann beide Spieler einmal hin. Beide Spieler bestellen auch schon ihren MOC. Der Freund, der jetzt mit dabei ist, von dem ihr das Fahrzeug erhaltet, der stellt am besten sein MOC in der Nähe ab vom Parkplatz. Ungefähr so wie jetzt hier im Video. Und dahinter am besten schon das Empfängerfahrzeug. Danach kommen wir noch zu unseren MOC. Wenn ihr euren MOC angefordert habt, bringt ihr ihn ebenfalls mit zum Parkplatz. Ihr müsst auf eine Sache bitte drauf achten. Und zwar, dass hinten im MOC beim Empfänger schon ein LG hinten drin steht. Den könnt ihr jetzt noch reinfahren oder reinkaufen. Aber wichtig, wenn ihr ein LG da reinkauft, dann müsst ihr bedenken, dass das Fahrzeug, was dann da drin ist, automatisch gelöscht wird und nicht weiter verschoben wird auf den Platz, wo der LG her ist. Habt ihr das nun vorbereitet, steigt ihr nun als Empfänger in den MOC ein und positioniert nun diesen MOC noch. Und zwar orientiert ihr euch dafür an die Parklücken jetzt hier auf der linken Seite. Fahrt mit dem MOC so gut wie es geht an die Kante heran und dann mit der Zugmaschine erstmal bis zur Kante nach ganz vorne, bleibt jetzt hier stehen. Jetzt müsst ihr noch eine Sache beachten. Eigentlich befindet sich jetzt hier ein Schrottauto, das könnt ihr auch gerne einfach mit nach vorne ziehen, wenn dort eins ist. Ansonsten müsst ihr jetzt einfach mal schauen. Wir haben jetzt hier genau 1, 2, 3, 4 Parklücken und wir müssen jetzt die zwei Hinterreifen vom Anhänger auf die vierte Parklücke schieben, schön mittig am besten. Und wenn ihr dann sagt, okay, das passt nun so, steigt ihr jetzt aus den MOC aus und lauft jetzt hinten an den Eingang vom Anhänger einmal dran, dort wo auch die blaue Markierung ist. Sagt nun euren Freund Bescheid, der muss sich jetzt auch mit in die Nähe begeben, damit ihr dann gemeinsam in den MOC reingehen könnt. Wir gehen jetzt zum blauen Kreis, gehen jetzt eintreten mit Freunden und naher Crew und dann sollten beide Spieler eigentlich im MOC landen. Wir steigen jetzt hier in den LG ein, sobald der Freund dann hier ordentlich reingeladen ist, steigt er ebenfalls mit ein. Warum müssen beide Spieler mit jetzt hier rein? Und zwar wird jetzt automatisch unten ein Auto erscheinen. Der Freund steigt jetzt nämlich erst einmal aus und sobald wir uns jetzt hier rumdrehen, seht ihr, dass wir jetzt unten drunter ein Fahrzeug haben. Bleibt ein Spieler draußen, kann es passieren, dass das Fahrzeug dort nicht erscheint. Was ist jetzt die Aufgabe? Wir fahren jetzt einfach hinten an den MOC dran und ihr müsst darauf achten, dass der blaue Kreis erscheint. Sobald der blaue Kreis erscheint, müsst ihr einmal die rechte Pfeiltaste drücken und sofort das Interaktionsmenü öffnen. Meistens erscheint der Kreis erst dann, sobald ihr das Schrottauto dort ein bisschen wegfahrt und dann sofort rechte Pfeiltaste Interaktionsmenü öffnen. Woran merkt ihr, dass ihr das Ganze gehittet habt? Ihr seht, der MOC ist jetzt durch dieses Schrottauto durchgefallen und steht jetzt unten auf dem Boden. Ihr dürft das Interaktionsmenü nicht mehr schließen, lasst das die ganze Zeit offen und steigt jetzt aus dem kostenlosen LG aus und lauft jetzt zu dem Fahrzeug, was ihr erhalten wollt. Ihr steigt dann in das Fahrzeug ein, egal ob das jetzt auf Beifahrer eingestellt ist oder auf jeder, das ist hier egal, Hauptsache ihr habt die Möglichkeit einzusteigen. Der Freund geht nun anschließend zu seinem eigenen MOC und geht dann auf Eintreten mit Freunden und Crewmitgliedern. Sobald das dann passiert, werdet ihr sehen, dass ihr automatisch in euren eigenen MOC reingezogen werdet und bei eurem Freund wird es dann passieren, dass du dann auf einmal zwei Autos in seinem Anhänger herumklitschen, das ist aber gar nicht so schlimm, das wird dann am Ende wieder verschwinden. Nun ist es aber leider so, dass wir aus unserem eigenen MOC jetzt als Empfänger nicht mehr herauskommen. Deswegen schickt uns unser Freund jetzt eine Einladung zu seinem MOC und wir nehmen jetzt diese Einladung einfach an, werden dann mit in seinen Anhänger hereingezogen und sollten dann auch gleich noch sehen, dass dort jetzt zwei Fahrzeuge drin sind und jetzt können wir den Anhänger verlassen und unser Freund kann seinen Anhänger dann auch verlassen. Das war nun ein kompletter Durchlauf. Ihr habt jetzt automatisch das Fahrzeug hinten in euren MOC drin. Wir gehen dort auch nochmal reinschauen, ob das tatsächlich alles abgespeichert hat und ihr seht, das Fahrzeug befindet sich jetzt im MOC drin und ist automatisch abgespeichert. Jetzt ist noch eine wichtige Sache, die ihr beachten müsst. Wenn ihr die vergesst, kann es passieren, dass das Fahrzeug im Anhänger komplett verschwindet. Und zwar seht ihr, dass unser LG ja noch draußen steht. Den müssen wir jetzt wieder einlagern. Deswegen Interaktionsmenü, gehen auf unsere Fahrzeuge und gehen dann hier auf persönliches Fahrzeug wieder einlagern. LG verschwindet und nun ist es auch zu 100% alles fertig. Uns gehört nun das Fahrzeug von unserem Freund. Und ihr könnt jetzt ab der Minute, die unten eingeblendet ist, das Ganze einfach wiederholen, um jetzt das nächste Fahrzeug zu ziehen. Es ist zwar etwas lästig,
Joystick, aber ihr müsst euch hierfür zum Glück nicht verklitschen extra. Da sich jetzt natürlich noch das Fahrzeug unter dem MOC befindet, müsst ihr immer mal wieder den MOC wegbewegen, um dann halt einen kostenlosen Energy wieder hereinzufahren und müsst dann natürlich auch wieder den MOC so positionieren, damit dann das Schrottauto unter dem Anhänger landet. Das war's nun mit dem Video, falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gibt es nun noch Fragen oder Probleme, schreibt es in die Kommentare oder kommt auf den Discord-Server. Und wenn ihr noch Leute zum Traden sucht, empfehle ich euch auch mal auf dem Discord-Server vorbeizuschauen. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.